Für ihr Land gibt Karin Bulant alles. Die Kommunistin ist Frontfrau im SED-Kader. Doch dann sagt sie etwas, das dem DDR-Regime nicht gefällt. Mit ungeahnten Folgen. Wie Karin Bulant das überlebt hat, das erfahren Sie gleich hier. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Hof mit Himmel. Die DDR, für Jüngere eine längst vergangene Epoche, die man nur noch aus Geschichtsbüchern und Filmen kennt. Mancher Ältere kennt die Deutsche Demokratische Republik aus eigenem Erleben. Wie Karin Bulant. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns im Studio sind. Guten Tag. Die DDR, die war Ihre Heimat und die Politik der SED, also der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, war nicht nur, naja, Sie haben sie nicht so hingenommen, sondern Sie haben die ganzen Ideen und Ideologien von Marx und Engels und Lenin, man kann sagen, gepredigt, und zwar Jugendlichen gepredigt und weitergegeben. Ja. Was war es denn, was Sie so an dieser Ideologie fasziniert hat, dass Sie sie so mit Herzen weitergegeben haben? Ich habe von klein an, von Kind an eigentlich erfahren, dass die Kommunisten, diese Partei, für Frieden und Gerechtigkeit verantwortlich war. Ich habe gehört von meinen Eltern, von Krieg, habe es in der Schule gehört, in der Gesellschaft und habe gehört, dass man sich dort nicht satt essen konnte und dass viele kein Dach über dem Kopf hatten. Und ich habe in den Medien, im Fernsehen und Radio gehört und gesehen, dass man das auch im Westen im Kapitalismus, es Arbeitslose gab und Obdachlose und das alles gab es in der DDR nicht. Und ich fand das ganz gut. Ich konnte mich immer satt essen. Ich konnte als Kind zur Schule gehen. Ich wurde gefördert. Ich war musikalisch und sportlich. Das alles habe ich gehabt. Und wenn jemand krank war, konnte er problemlos zum Arzt gehen. Also die soziale Komponente, die war schon sehr gut. Und das, was aber dahinter steckte, hinter diesem System, das habe ich ja nicht gewusst. Ich habe ja nur das rein Äußerliche gesehen. Und das war schon für mich als Kind okay. Karin Bulant steht voll und ganz hinter dem Regime der DDR. Aber genau die Funktionäre dieser Republik wollen sie plötzlich aus dem Weg räumen. Karin Bulant wird 1954 im thüringischen Altenburg geboren. Als Mädchen durchläuft sie die übliche sozialistische Schulbildung der DDR. Sie lernt, dass die Lehren von Karl Marx die reine Wahrheit sind, also richtet sie ihr Leben danach. Karin Bulant ist sehr gelenkig und bald wird sie Leistungssportlerin im Turnen. Das trägt ihr manche Medaille und die Anerkennung der SED-Genossen ein. Mit 18 wird sie Diplomat im Trainingsanzug und ehrenamtliche SED-Funktionärin. Ab jetzt ist sie es, die bei Parteiveranstaltungen vom Rednerpult aus die Jugend der DDR vom Marxismus begeistern will. Sie macht eine Ausbildung als Erzieherin. Später sitzt sie als Verantwortliche im Amt für Gesundheits- und Sozialwesen des Landkreises. Doch dann fällt sie in Ungnade. Die Folge? Eines Tages steht ein Unbekannter in ihrem Zimmer. Alles Weitere gleicht einem bösen Traum. Spritze, Zwangsjacke und Abtransport in die Psychiatrie. 3 Jahre später verlässt Karin Bulant die Psychiatrie. Gezeichnet von den Spuren schwerer Misshandlung. Frau Bulant, was ging damals in Ihnen vor, als Sie da einfach einkassiert worden sind und in die Psychiatrie gebracht worden sind? Können Sie sich daran erinnern? Wie war das? Ja, sowas vergisst man nie. Ich konnte mich für den Moment, wusste ich überhaupt nicht, was los war. Weil man denkt, man macht seine Arbeit, man versucht sie so gut zu machen, wie man kann. Und es war ja so, dass ich in diesem Rateskreises oder heute Landratsamt dort vieles gesehen habe, was hinter den Kulissen eigentlich ablief. Und das gar nicht alles so friedlich und so gerecht war, wie man nach außen hin immer hörte. Im Presse, Funk, Fernsehen, die Zeitungen und so. Und das war natürlich was, wo ich dann gesagt habe, es ist doch gar nicht so, wie ihr wirklich redet. Und ich habe da schon in manchen Dingen den Finger drauf gehalten und habe gesagt, so kann man doch mit den Menschen nicht umgehen. Man kann doch nicht hier Leute, die nur weil sie in der Partei sind, so bevorzugen oder weil sie nicht in der Partei sind und nur Bäcker oder nur Lokführer, nur Arbeiter sind, einfach so benachteiligen. Und da bin ich natürlich nicht so sehr geliebt worden dafür, für die Aussagen. Und dann habe ich schon gekämpft, auch dass für die alten Menschen ein neues Pflegeheim gebaut wurde. Und den Kampf habe ich verloren. Das war also der Grund, warum Sie einkassiert worden sind? Eigentlich ja.
Und in dem Moment konnten Sie das noch gar nicht verstehen, was denn eigentlich vorgefallen war, denke ich mal. Warum Sie jetzt auf einmal abtransportiert wurden in die Psychiatrie? Nein, es war zuvor so, dass unser Amtsarzt sagte, dieses Pflegeheim, das bauen wir nicht, denn ergo ziehen wir uns nicht auf den Tisch. Und ich kämpfte aber für dieses Heim, weil es waren allein in unserem einen Landkreis ca. 1200 Menschen, die zu Hause nicht mehr bleiben konnten, die einen Platz im Heim brauchten. Und für mich war es ein untragbarer Zustand, dass einfach die Leute, nachdem sie ja ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, dann zu Hause einfach so dahin siechen. Mhm. Und für mich war es völlig unverständlich, dass ein Staat das ablehnt, so ein Heim zu bauen. Mhm. Und da hatte ich natürlich gekämpft und... Dann hat man mich einfach weggesperrt, weil ich wurde zu unbequem für das Land, für den Staat. Es kam völlig überraschend für Sie. Sie waren ja vorher wirklich gut angesehen und haben sich für den Staat eingesetzt. Wir haben in dem Beitrag den Begriff gehört, Diplomat im Trainingsanzug, will heißen, Sie waren sportlich aktiv und haben praktisch die DDR repräsentiert. Mhm. Als Sie da so unterwegs waren und für die DDR das Vorzeigeschild waren, Frontfrau waren, was war denn da eigentlich so Ihr Lebensziel? Was hatten Sie so vor Augen? Was war Ihnen damals wichtig? Also ich wollte eigentlich für die Menschen Frieden und Gerechtigkeit, weil ich habe als 14-jähriges Kind in Prag 1968 den Aufstand erlebt und das war für mich so schlimm, dort zwischen Panzern und Toten zu stehen. Das war ja wie Kriegszustand, Krieg. Mhm. Und als wir dann doch wieder nach Hause kamen und nur einer erschossen worden war von den Erwachsenen, sagte ich dann zu meinem Vater, Vati, ich weiß jetzt, was Krieg ist. Ab heute kämpfe ich für Frieden und Gerechtigkeit. Und er hat dann zu meinem ganzen Unverständnis gesagt, Karin, es war alles sehr schlimm. Aber Krieg ist noch was anderes. Das habe ich natürlich dann nicht verstehen können. Also, aber ich habe da beschlossen, für Frieden und Gerechtigkeit zu kämpfen. Und als Kind im Sozialismus habe ich nur gesehen, dass diese Partei dafür verantwortlich war. Mhm. Und da wollte ich dann da dabei sein, die damit kämpft. Und darum bin ich Mitglied der Partei geworden. Und als Sie dann eben in diesem Landratsamt tätig waren und hinter die Kulissen geschaut haben, wie Sie das ja auch gerade schon gesagt haben, sind Ihnen da denn keine Zweifel gekommen an dem System, was Frieden und Gerechtigkeit so vorne hinhängt? Und hinterrücks werden noch nicht mal Altenheime gebaut und werden andere Sachen gemacht. Kamen da keine Zweifel? Noch lange nicht. Weil ich war wirklich der Meinung, also es wird uns schon gelingen, so sinngemäß den Himmel auf Erden zu bauen. Mhm. Und ich habe Plakate gelesen, wo auch drauf stand, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Ja, das war wirklich so. Und ich habe nie was von Kirche gehört, nie was von Gott gehört. Da war niemand, der uns das erzählte. Und einerseits, wenn da Leute das glaubten, obwohl ich niemand kannte, die gingen halt sonntags in ihre Versammlung. Ich ging montags in meine Parteiversammlung. Das war mir egal, was die gemacht haben. Und ich fand nur, die Menschen, die das durchsetzen wollten, die das verwirklichen wollten, diesen Kommunismus, nur die Menschen waren falsch und fehl am Platz. Ich war meiner Meinung, da müssten andere Leute, bessere Leute hin. Also das System war in Ordnung, aber die Menschen, die das gemacht haben, waren falsch. Ja, so war ich damals gestrickt, ja. Wenn Sie jetzt nochmal dran denken, als Sie in die Psychiatrie gekommen sind, warum sind Sie eigentlich nicht ins Gefängnis gekommen? Man hätte Sie doch genauso gut auch in den Knast stecken können. Warum gerade die Psychiatrie? Wissen Sie das? Das habe ich erst vor circa 2 Jahren dann erfahren. Als ich dann mal der Sache nachgegangen war und meine Stasi-Akten auch haben wollte, ich wurde systematisch zu einem Neurologen bestellt und man hat Hirnuntersuchungen gemacht, EEGs, und festgestellt, ich hätte nichts, habe ich dann in Befunden gelesen, ich hatte nichts. Und dann plötzlich fiel ich an meinem Schreibtisch mal bewusstlos um und man brachte mich in ein Krankenhaus und sagte mir dann, ich sei Epileptiker, schon seit 7 Jahren. Und wurde dann mit Medikamenten, mit Psychopharmaka behandelt. Mhm. Und wieder kommt man ja nicht auf die Idee, das machen die nur, weil die mich zur Seite schaffen wollen oder weil die mit mir böse gesinnt sind, sondern wenn ein Arzt das sagt, dann ist das bestimmt ja auch richtig und ich bin krank, also nehme ich die Medikamente. Nur, was ich eben gemerkt habe, dass diese Medikamente mein Verhalten, mein Denken und meine Emotionen alles sehr manipuliert haben. Mhm. Und so auch in der Zeit, als Sie diese 3 Jahre in der Psychiatrie waren, haben Sie da in Anführungszeichen nur Medikamente bekommen oder was ist da mit Ihnen passiert? Ja, als ich die Medikamente dann hatte, zunehmend mehr Anfälle gehabt, die als epileptische Anfälle zu sehen waren. Mhm.
Ich habe es ja selbst nie gesehen, ne, wenn man betroffen ist, aber andere sagen schon und haben festgestellt, epileptische Anfälle. Und man hat dann auch ja diese Hirnströme wieder untersucht und hat dann festgestellt und diagnostiziert, wo ich, in welchem Hirnzentrum ich eine Entzündungsherd habe, also eine Kranmalepilepsie. Und da hat man mich mit Medikamenten eingestellt, dass diese Anfälle nicht mehr kommen sollten. Sie kamen dann doch. Und also die Befunde, die habe ich aber heute in der Hand, dass ich Epileptiker war. Aber in der Zeit der Psychiatrie, in diesen drei harten Jahren, wo Sie weggesperrt waren, wir haben es in dem Beitrag gehört, Sie sind ja auch massiv misshandelt worden. Was ist da passiert? Man hat Sie ja auch gesehen in dem Beitrag im Rollstuhl. Hatte das auch damit zu tun? Ja, schon. Wir sind sehr von der Staatssicherheit unter Druck gesetzt worden und da war dann halt der Moment, wo ich das alles nicht mehr konnte und wo ich wieder im Krankenhaus war wegen solcher Anfälle. Und man sagte mir dann aber, Sie können morgen entlassen werden und am Montag wieder auf Arbeit. Und es war erst wenige Wochen her, dass ich in meinem Dienst als Heimerzieher ein Kind stranguliert hatte und war gestorben. Und das war für mich eine psychische Stresssituation, die ich einfach auch nicht mehr aushalten konnte. Und wir hatten damals nicht sowas wie Supervision oder psychologische Begleitung für unseren Beruf. Das gab es noch gar nicht. Wir mussten eben durch. Und wer es nicht geschafft hat, der hat es eben nicht geschafft. Und für jeden Pädagogen ist das, glaube ich, ein Albtraum, wenn ein Kind sich umbringt. Und das war mir halt passiert in so einem Dienst. Und ich sollte wieder auf Arbeit und ich bin de facto, kann man sagen, durchgetreten, durchgeknallt, einfach die Sicherung raus und bin dort vor den Ärzten aus dem Fenster gesprungen, wollte mir das Leben nehmen. Und das hat mich zum Rollstuhlfahrer gemacht. Sind Sie sonst auch misshandelt worden in der Zeit der Psychiatrie? Ja, also dieser Fenstersprung, das war ja nur weit noch davor. Die Psychiatrie, das kam dann 1985 bis 88. Da hat man mich dann mit Strom misshandelt, weil ich sagte dann immer, warum sperrt ihr mich hier ein? Ich will hier raus, ich will zu meinem Kind. Und mit Medikamenten wird man dann manipuliert und irgendwann bin ich wirklich wahnsinnig geworden und war auch faktisch schutzbedürftig, weil ich habe dann versucht, egal ob mit Nachthemd oder sonst wie, aber durch Fensterscheiben auch zu steigen. Ich habe das nicht mehr sortieren können, wo sind Türen, wo sind Fenster. Ich wollte nur nach Hause. Und habe ich gesagt, wenn ich hier wieder rauskomme, ich zeige euch an. Und wegen Körperverletzung. Und das war der Punkt, wo man mir vergessen lernen wollte. Da hat man mich am Bett angeschnallt, so eine Fixierdecke drauf, die Hände fest gemacht, hat man mir Katheter angelegt, Infusion angelegt. Man hat mich in einen dunklen Raum gefahren, wo keine Fenster drin waren, wo nur ein Licht war. Und dort hat man dann halt wann immer irgendwo die Leute wollten Strom durch meinen Körper gejagt. Und was ich dann immer noch wusste, wie es mich dann ausgehoben hat, über dem Bett schwebte, schreiend und irgendwo bewusstlos wahrscheinlich in mir zusammengebrochen bin. Und nach jedem Mal, jeden so einen Stromschlag, konnte ich weniger bewegen, bis ich keine Hände, keine Beine, nichts bewegen konnte. Ich wusste dann nicht, wo ich bin oder was ob Tag oder Nacht ist oder ich wusste halt gar nichts mehr. Und eigentlich muss ich sagen, es war ja niemand da. Ich konnte ja nach niemand rufen. Vielleicht habe ich das gemacht, was jeder Mensch irgendwo macht, jedes Kind und so, ruft Mutti. Da war niemand, der kam. Ja. Ja. Da war auch keine Partei mehr, die kam. Nee. Auch wo ich immer gekommen war, die kam niemand. Und ich wusste nicht, dass ich eigentlich dort praktisch zum Opfer dieses Systems geworden bin. Sie haben es auch gerade gesagt. Und wieso habe ich es an den Menschen festgemacht und nicht an dem System? Ja. Sie haben auch gesagt, Sie wollten zu Ihrer Tochter, Sie waren verheiratet, Sie hatten ein Kind. Was war mit Ihrer Familie? Haben die auf Sie gewartet? Wussten die, wo Sie waren? Oder was ist da passiert? Meine Tochter, die hat mich gesucht. Die wollte wissen, sie war ja damals 9 Jahre alt, wo ist die Mama? Und sie wusste immer nur, dass meine Mutter, sie lebte bei meiner Mutter in der Zeit, dass meine Mutter ab und an in so ein Krankenhaus fuhr. Und sie hat sich selber als Kind heimlich auf die Socken gemacht, ist erst mit dem Zug gefahren und dann mit dem Bus und dann per Anhalter. Dann ist sie gelaufen und kam in diesem Klinikum an, in Hubertusburg, in dieser Psychiatrie und hat dort gesucht und ist dort in irgendein Haus, wollte sie rein. Und in dem Haus, wo sie rein wollte, war die Haustür zu, ein Gitter am Fenster, aber ein Kellerfenster war auf. Und da ist sie in das Kellerfenster reingekrochen. Und ist dann die Treppen nach oben gegangen vom Keller und war auf der Station und hat einfach eine Tür aufgemacht und stand in dem dunklen Raum, sieht mich, greift nach meiner Hand und sagt, Mutti, meine Mutti, ich brauche dich doch.
Und es war eigentlich der schrecklichste Moment, den ich erlebt habe, weil ich war ja völlig gelähmt. Ich konnte sie nicht anfassen, nicht streicheln, nichts. Und sie schrie dann auf und rannte raus, was macht ihr mit meiner Mama? Und dadurch mussten diese Leute dann, diese Ärzte, meine Mutter holen, weil sie das Kind abholen musste. Ja. Und das war, glaube ich, der Moment auch, wo eigentlich mir mein Leben gerettet worden ist, weil da kam ich aus diesem Dunkelraum wieder raus. Ich glaube, ich hätte lebend diesen Raum sonst nicht verlassen. 3 Jahre verbringt Karin Bulland unfreiwillig in der Psychiatrie, weil das Regime der DDR sie aus dem Weg haben will. Wer denkt, dass sie sich jetzt von Sozialismus und Regime abwendet, der hat sich getäuscht. Für ihr Land, die DDR, hat Karin Bulland alles gegeben. Dann 1989 die Zeit der politischen Wende. Doch Karin Bulland glaubt trotz der 3 Jahre in der Psychiatrie immer noch an die Staatsideologie. Dass viele Menschen das ehemals sozialistische Paradies verlassen wollen, wundert sie. In Berlin fällt die Mauer und die neu gegründete PDS will sie als hauptamtliche Mitarbeiterin gewinnen. Doch sie lehnt ab. Psychisch ist Karin Bulland ein Wrack. Mindestens 10-mal versucht sie, sich das Leben zu nehmen. Doch dann passiert etwas völlig Unerwartetes. Für die ehemalige Kaderfrau die persönliche Wende. Frau Bulland, was ist da passiert? Ihre persönliche Wende. Sie wollten sich den Balkon runterstürzen und es hat Sie was davon abgehalten. Was war das? Ja, ich schaute in die Ferne raus und konnte von meinem Balkon das Krematorium sehen. Und plötzlich sehnte ich mich danach, endlich dort zu sein. Dass es endlich zu Ende ist, das Leid auf dieser Erde weg zu sein einfach. Und ich hatte das vielleicht schon 10-mal versucht. Und heute sage ich Gott sei gedankt, dass ich das überlebt habe und nicht gestorben bin. Aber ich hatte dann den Gedanken plötzlich, wenn ich das tue, dann wird meine Tochter ein Waisenkind. Und nach dem, was sie so erleben musste, denn es hat ja auch nach den Dingen in der Psychiatrie, wo sie mich da gefunden hat, niemand gefragt, wie hat sie denn das verkraftet. Ja, und ich weiß, dass sie es nie verkraftet hat, dass sie auch bloß traumatisiert ist durch sowas. Und dieses Kind dann allein zu lassen in ihrer Not, das war für mich unmöglich, diese Vorstellung. Und in dem Moment, wo ich da draußen stand, roch es mit mal in meiner Nase wie Leiche. Mhm. Obwohl ich das noch nie gerochen hat, es stank einfach so. Mhm. Und ich gehe zurück in mein Wohnzimmer und gehe dort unerklärlich auf meine Knie, heb meine Hände, schluchze und weine und sag, wenn es jemand gibt auf der Welt, der mir helfen kann, dann lass mich doch leben. Ich kann nicht mehr. Ich kann das niemand erklären, weshalb ich das gesagt habe. Ich hatte auch keine Vorstellung, wonach ich suche oder rufe oder wer da kommen könnte. Ich weiß nur heute, wo ich nun ja Jesus gefunden habe oder er mich, dass jeder aus jeder Religion, jeder Gott und jeder Prophet hätte ja kommen können. Mhm. Es kam weder ein Buddha, es kam weder hinduistische Götter, es kam nicht Allah oder wer immer. Es kam niemand, außer nur einer. Ich fing dann an, plötzlich so zu weinen auf meinem Teppich und konnte dann wieder aufstehen, schaue zum Fenster raus und sah einen großen, schönen Baum, der immer dort stand und dachte dann so, ja, die Menschen können alle Bäume auf dieser Erde fällen. Aber das, wo dieser Baum herkommt, das ist unantastbar. Es muss über uns etwas geben, was auf uns alle Einfluss hat, aber was wir Menschen niemals beeinflussen können. Und so konnte ich voller Freude einfach ins Bett gehen, froh und es wird irgendwas Gutes kommen und ich gehe in mein Bett, ja. Und bin dann eingeschlafen. Sie haben gesagt, dass Sie, und haben wir auch in Ihrem Buch nachgelesen, dass Sie Jesus richtig gesehen haben, gespürt haben. Hm. Erzählen Sie mal, was ist denn da passiert? Naja, in dieser Nacht, wo ich dann gut schlafen konnte, wurde ich plötzlich wach. Und mein Zimmer, das war so taghell, also taghell eigentlich heller als hell. Und ich sprang aus dem Bett und dachte schon, es ist Mittag. Und die Sonne scheint ins Zimmer, aber das war nicht so. Es stand einfach vor mir jemand und was ich sehen konnte, es war ein Mann und ich konnte seine Augen halt sehen. Und dieser Blick, das ist etwas, was ich nie gesehen hatte. Das ist einfach, wir sprechen hier auf dieser Erde von Liebe und Sarah, mich hat jemand lieb angeschaut. Aber das, was aus diesen Augen rauskam, das war Liebe. Das ist eine göttliche Liebe, die kann niemand produzieren und niemand machen und die können wir Menschen auch nicht machen. Das war ein Blick,
der nicht fragt, warum hast du das gemacht, was du getan hast. Der nicht sagte, ja nun endlich, komm doch mal. Oder gar nichts, einfach nur Zuwendung, Liebe, ein Blick, der alles Vertrauen herausfordert und auch rechtfertigt. Und doch war ich in dem Moment so erschrocken, dass ich wieder zurück auf mein Bett gefallen bin und konnte das eigentlich mir nicht erklären. Ich bin wieder aufgestanden von meinem Bett, sehe es nochmal und laufe aus dem Zimmer raus. Weil ich habe ja nie irgendwas gewusst, dass es was von Gott und Himmel und oder Hölle und Teufel, nie. Und plötzlich war das, und ich komme in mein Wohnzimmer und da ist es ganz dunkel. Mhm. Und da gehe ich zurück ins Schlafzimmer und da war es auch dunkel. Und ich machte halt das Licht an. Und das war dann der 25. März 1991, früh um vier. Und da ist es im März dunkel, früh um vier. Mhm. Und ich dachte dann, das kann ja alles nicht sein. Und jetzt bin ich wirklich verrückt geworden. Ja. Und so, ich dachte wirklich, jetzt ist die Krankheit irgendwo durchgebrochen. Mhm. Und dachte, Verfolgungswahn oder so. Mhm. Und gehe an die Wohnungstür, alles zu, die Fenster alle heile. Und denke, aber ich weiß, dass es wahr ist. Ich weiß, dass es wahr ist. Ne? Haben Sie jemandem davon erzählt zu dem Zeitpunkt? Nein, nicht. Wenn ich das erzählt hätte, ich hätte dann schon Angst. Also man bringt mich wieder weg in die Psychiatrie und hält mich für verrückt. Und nur ich wusste, ich bin nicht verrückt. Ich wusste, das war real. Und ich war ja von der Stunde an nie mehr allein. Dieses Gefühl, dass diese Person da ist und für mich da ist und mich lieb hat. Und er sprach ja dann auch zu mir. Das. Sie hatten ja eigentlich überhaupt keinen Kontakt zum christlichen Glauben. Sie waren ja nur mit Kommunismus und all diesen Dingen infiltriert worden, ja sozusagen. Hm. Wie sind Sie denn dann dahinter gekommen? Sie haben es geahnt, dass das Jesus sein muss. Wie haben Sie denn mehr? Haben Sie nicht geahnt? Ich kannte den Namen Jesus nicht. Ich hatte den und Namen wie haben Sie es dann rausgekriegt, dass das ist? Ich habe einfach gesagt, mein Freund aus dem Schlafzimmer. Weil ich habe von Stund an immer gesagt, ich weiß, dass du da bist. Ich spüre das ganz genau. Ich kann dich nicht sehen. Und ich habe ja Stunden am Tag mit ihm gesprochen. Und er hat mir ja mein ganzes Leben gezeigt. Er fing mich dann auch an zu fragen, Karin, hast du in deinem Leben immer die Wahrheit gesagt? Ja, ja. Ja, ja, habe ich immer gesagt. Mhm. Und plötzlich zeigt er mir Situationen, wo ich einfach eben als Diplomat im Trainingsanzug oder als diese Kaderfrau eben vorne stand vor Menschen und da was sagte, wovon ich selbst nicht überzeugt war, was aber durch die Pressezensur gegangen war. Mhm. Und er zeigte mir das, dass das eine Differenz war zwischen meinem Denken, meinem Gefühl und dem, was ich getan hatte. Und ich fing an, ihm gegenüber Ausreden zu gebrauchen. Ich konnte ja damals nicht anders und sowas. Und er sagt zu mir, Karin, ich bin die Wahrheit. Und wenn du künftig die Wahrheit wissen willst, dann kannst du mich fragen. Und wenn du mich nicht fragst, willst du nicht wirklich die Wahrheit wissen. Ja. Aber wenn du zu anderen Menschen ehrlich sein willst, musst du in erster Linie zu dir selber ehrlich sein. Und wann hat dieser Mann aus dem Schlafzimmer dann den Namen Jesus bekommen? Wann ist Ihnen das klar geworden? Ja, reichlich zwei Jahre später wollte ich mir dann eine Bibel kaufen, weil ich wissen wollte, was die Leute glauben, die sonntags zur Kirche gehen. Und dann las ich in dieser Bibel und nachdem ich dann den ersten Schreck überwunden hatte, wie die Maria denn schwanger geworden war, und dann dachte ich, ich lese einfach mal weiter, was da noch zu finden ist. Und dann las ich einfach von dem Jesus, der nie jemanden wegschickte, wenn er kam. Der nie sagte, also deine Krankheit ist für dich ganz gut, ich wollte ja schon immer mal mit dir reden und wenn du arbeitest, habe ich keine Zeit mit dir zu reden oder du nicht. Und ich habe nur erlebt, dass Jesus jeden hilft, zu jedem gut ist und jeder, der ihm gesagt hat, hilf mir doch, dem hat er geholfen. Er hat nie ein Rezept geschrieben und hat gesagt, das bekommst du für 5 Euro in der Apotheke und er hat nie gesagt, meine Sprechzeit ist jetzt zu Ende. Er war immer da, immer und überall. Und ich hatte das ja in diesen 2 Jahren erlebt. Immer wenn ich sagte, komm bitte mit, ich kann das nicht allein im Leben, hat das alles geklappt. Auf Ämtern oder so. Und nun las ich von ihm und weinte dann und blätterte und ich wollte die ganze Bibel durchlesen und lese plötzlich den Satz, Jesus heilt ein epileptisches Kind. Und das war für mich als Epileptiker unter diesen Medikamenten, die ich ja keine Woche hatte, wo ich nicht mal im Krankenhaus war wegen sowas, war für mich natürlich absolut überwältigend. Und mir liefen die Tränen grenzenlos und ich legte meine Bibel vor mich hin und ging da auf meine Knie und sagte, mein Herr, mein Gott, dein Kind will ich sein. Mach mich gesund, egal was ich machen muss. Und, hat er Sie gesund gemacht? Ja, ich habe von dem Tag nie wieder einen Anfall gehabt. Ich konnte wieder laufen aus dem Rollstuhl und mein gelähmter Arm, der funktionierte wieder. Mhm. Ging einfach alles. Ich konnte mich hinsetzen und dieses Erlebnis, was ich mit Jesus in dieser Nacht hatte, eben nicht mehr mit der Hand im Tagebuch schreiben. Ich habe es mit Schreibmaschine geschrieben. Mhm. Und dann sagte halt diese innere Stimme zu mir, setz dich hin und schreib.
Und ich habe die ganze Geschichte eigentlich dann in diesem Heft geschrieben. Und so ist das entstanden. Frau Buhlein, früher war der Sozialismus und der Kommunismus das, was Ihr Leben geprägt hat. Ganz kurz vielleicht ein Satz. Was prägt Ihr Leben heute? Naja, von dem Tag an, als ich dann wirklich ja Jesus hatte oder er mich hatte, war mein Leben ja wirklich völlig anders. Wenn man sicher sein kann, man fällt nicht an jeder Straßenecke irgendwo vielleicht bewusstlos um. Wenn man nicht im Rollstuhl sitzt, sondern kann auf seinen zwei Beinen gehen. Wenn man mit meinen beiden Händen meinen Haushalt wieder alles machen kann. Das ist ja eine völlige Veränderung des Lebens. Und dazu kam, dass ja diese Parteileute alles nicht mehr meine Freunde waren. Was früher meine Freunde waren, die bezeichneten mich ja als ihre Feinde. Und einer von denen hat mal gesagt, solche wie ihr gehören in die Gaskammer. Und das schon weit nach der Wende. Was ist Ihr Lebensmotto? Ganz kurz in einem Satz. Früher Kommunismus, Friede und Gerechtigkeit im Sinne der DDR, heute? Ja. Mit meinem Gott, mit Jesus kann ich alles tun. Alles, über jede Mauer und jeden Berg nach oben. Und das hat mein Leben verändert und ich würde es nie mehr anders wollen. Für die Kommunisten bin ich fast gestorben, für Jesus würde ich es tun, ja. Ich danke Ihnen, dass Sie bei uns im Studio waren. Unsere Zeit ist leider zu Ende. Ja. Anrufen oder mailen können Sie auch, wenn Sie Kontakt aufnehmen wollen mit Karin Buhlein. Wir geben Ihre Fragen gerne weiter und vermitteln auf Wunsch auch kompetente Gesprächspartner. Selbstverständlich werden alle Anfragen vertraulich behandelt. Das war's für heute. Danke, dass Sie zugeschaut haben. Ich sage Tschüss und Ihnen eine gute Zeit.